Guten Tag, liebe Kollegen, begrüße Sie, begrüße euch zur Pressekonferenz. Ich wollte gerade sagen, vor dem Heimspiel gegen 1860 München, es stimmt zweifellos, aber wie ihr seht, Bestbesetzung heute hier im Podium. Begrüße Präsident Jens Rauschenbach, Sportdirektor Ralf Heskamp und wie üblich Cheftrainer Thorsten Ziegner. Ich will nicht lange mit der Vorrede aufhalten und das Wort an unseren Präsidenten übergeben. Jens Rauschenbach hat was zu verkünden, vermute ich. Ja, vielen Dank auch von mir. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Wir freuen uns, dass wir hier in dieser Konstellation sitzen können. Wir freuen uns, dass die Presse auch so zahlreich erschienen ist. Man kann klar sagen, es ist ein freudiger Moment und es ist auch ein Moment, wo man die letzten anderthalb Jahre auch noch mal kurz reflektieren kann. Wir haben alle drei mit dem gesamten Team und dazu gehören auch noch mehr als die drei, die hier auf dem Podium sitzen. Wir haben vor anderthalb Jahren hier mit einer Aufgabe angefangen, wo wir den Verein in allen Bereichen entwickeln wollten und auch Aufbruch, Ehrgeiz und natürlich auch Ziele damit verbunden haben. Da haben wir viel erreicht in anderthalb Jahren gemeinsam. Das muss man klar sagen. Im sportlichen Bereich eine sehr gute und tolle Entwicklung. Im Vereinsbereich insgesamt, also alle haben mitgezogen und hier ist auch eine Stimmung entstanden und ein Team entstanden, was wirklich Spaß macht und was auch sehr erfolgreich gearbeitet hat. Und wir freuen uns auch, dass wir gemeinsam in dieser Konstellation auch weiter zusammenarbeiten können. Dazu haben wir heute die Voraussetzungen geschaffen. Wir freuen uns, dass wir heute verkünden können, dass wir den Vertrag mit Thorsten Ziegner als unseren erfolgreichen Cheftrainer verlängern konnten, dass wir das Team insgesamt gebunden haben. Dazu gehört auch unser Co-Trainer und unser Torwarttrainer. Das Ganze ist ein Team, was sehr gut funktioniert, was uns als Verein auch überzeugt hat und Ralf Heskamp ist ja sozusagen schon gebunden im Team, hat auch mit mir zusammen die Gespräche und Verhandlungen erfolgreich geführt, die wir heute abgeschlossen haben. Wir können heute verkünden, dass wir das Trainerteam weiter an uns binden konnten, sind da sehr froh, dass unsere Ziele auch zusammenpassen. In der Diskussion hat sich das klar gezeigt. Wir sind gemeinsam hier angetreten, um den Verein weiterzuentwickeln. Das war in der letzten Saison so, ist in dieser Saison so. Da werden wir uns auch nicht von vereinzelten Punkten, die in der Entwicklung normal sind, auch nicht beeindrucken lassen. Wir werden weiterarbeiten und werden hier auch alles dafür tun, dass der Verein sich sportlich und insgesamt weiterentwickelt. Dazu sind wir froh, dass das Trainerteam heute den Vertrag unterschrieben hat. Der Vertrag gilt für ein Jahr dritte Liga zusätzlich und verlängert sich um ein weiteres Jahr bei unserem gemeinsamen Ziel zweite Liga. Also unsere Ziele, Verein, sportliche Leitung passen da sehr gut zusammen. Und die werden wir weiter mit aller Kraft umsetzen und werden auch alles dafür tun, dass diese positive Stimmung und dieser Teamgeist, der auch, wie das Thorsten Ziegner auch schon gesagt hat, von der Wäschefrau bis zum Vorstand durch alle Bereiche funktioniert, dass wir den halten und dass wir hier auch weiter erfolgreich Fußball spielen und dass der Verein sich auch hier entwickelt. Wir freuen uns auch, dass das vor der Mitgliederversammlung noch passiert ist und vor der Winterpause. Es waren sehr konstruktive Gespräche und wir haben da wirklich gemerkt, dass da viel zusammenpasst. Von mir erstmal vielen Dank und ich gebe dann weiter. Ja, würden wir gleich den Sportdirektor zu Wort kommen lassen. Wie fühlt es sich an, jetzt Planungssicherheit zu haben, Ralf? Ja, ist natürlich sehr schön. Wir können jetzt die Planung weitergehen, also auch was die nächste Saison betrifft. Ich freue mich sehr, dass das so funktioniert hat, weil ich glaube, wir alle wissen, dass wir ein sehr gutes Verhältnis haben, dass wir ein fruchtbares Verhältnis haben und das ist für mich wichtig, dass es nicht nur Spaß macht, es macht ja dann Spaß, wenn du Erfolg hast und wenn du merkst, dass es einen Fortschritt gibt und das haben wir erreicht bis jetzt und wir sind noch nicht am Ende, wir haben die gleichen Ziele und von daher bin ich sehr froh. Dass wir so zusammenarbeiten können. Der Björn Jansson ist ja auch da, der gehört ja auch dazu, das komplette Trainerteam und es sind unheimlich fruchtbare Gespräche und ich glaube, dass wir schon einiges erreicht haben, aber noch nicht am Ende sind und dass wir diesen Weg jetzt so fortführen können, das freut mich sehr. Gut, dann darf der Ziegel den Reigen schließen. Ja, auch ich freue mich, logisch. Ja, ich glaube, das habe ich die letzten Wochen oft genug betont, dass ich mich von Anfang an hier wohlgefühlt habe. Das hat sich bis zum heutigen Tag nicht geändert, ganz im Gegenteil. Es ist immer mehr so dieser Ehrgeiz entstanden oder hat sich entwickelt,
eben die Dinge noch weiter voranzutreiben, noch besser zu tun. Und ich finde, dass wir auf einem guten Weg sind, um da auch vielleicht nochmal ergänzend zu unserem Präsidenten und sportlichen Leiter zu sagen, ich glaube, es waren in den letzten Wochen sehr, sehr harte Verhandlungen, ja, die aber dazugehören bei zwei extrem starken Parteien, wie zum einen der Verein und zum anderen meine Position. Ja, und auch da gilt nochmal von meiner Seite aus der Dank sowohl an den Verein, die dort sehr konstruktive Gespräche mit meiner Agentur, der SMG GmbH, geführt haben. Und alle Parteien haben eben dafür gesorgt, dass diese Puzzleteile, die eben notwendig war, um das Ganze schnell abzuschließen, eben ineinander gegriffen haben. Und jetzt haben wir das durch, Gott sei Dank durch, und jetzt können wir uns wieder aufs Sportliche konzentrieren. Gut, vielen Dank, Thorsten Ziegner. Ich denke, es gibt Fragen. Erstmal zum außersportlichen Bereich, also sprich außersportlichen, alles, was nicht Spieltag ist. Thorsten Rössler, auch da der Anfang. Danke. Ja, auch die Frage dann an beide Seiten, welche Puzzleteile waren es am Ende, die noch in das große Puzzle rein mussten? Gab es noch bestimmte Wünsche, ich will jetzt nicht Förderung sagen, aber ja, Wünsche, die der Trainer hatte ans Präsidium, die sie dann erfüllen konnten? Ja, zu Vertragsdetails werden wir hier keine Ausführungen machen, auch nicht zu Detailverhandlungen. Also es ist genauso, wie Thorsten gesagt hat, es waren konstruktive Gespräche, wo beide Seiten natürlich zu Laufzeiten, zu Vertragsbestandteilen natürlich ihre Wünsche haben. Wir freuen uns, dass das gelungen ist. Also es gab da jetzt, wie gesagt, keine unverschämten Sachen von beiden Seiten, sondern es waren konstruktive Gespräche, wo man natürlich auch bei so einer Zusammenarbeit, die man jetzt weiter schließt, auch über gemeinsame Ziele redet. Das haben wir sehr intensiv gemacht, wie wir uns als Verein weiterentwickeln wollen. Wir sind mit der sportlichen Entwicklung zufrieden, sehen da natürlich aber auch noch unsere gemeinsamen Ziele. Und die haben wir natürlich auch besprochen. Also bei so einer Verhandlung mit dem Trainerteam geht es natürlich auch darum, wie entwickelt sich der Verein weiter, auch für die nächste Saison. Und da gibt es viel zu besprechen, das haben wir getan. Weil wir sind natürlich bestrebt, den Verein insgesamt weiterzuentwickeln und da auch dem Trainerteam und dem Sportdirektor auch Möglichkeiten zu geben, das dann auch sportlich umzusetzen. Also Details werden wir natürlich keine verkünden, das ist ganz klar. Ich frage an Ziegner, der Zeitpunkt gerade jetzt, hat das auch noch eine Signalwirkung auch haben jetzt für den weiteren Fortgang dieser Saison oder richtet sich es ausschließlich auf die kommende und übernächste? Ja und nein. Also wir haben den Zeitpunkt jetzt nicht irgendwann im Sommer festgelegt und haben gesagt, wir wollen es am 7. November verkünden, sondern die Situation hat so ergeben, dass es eben jetzt soweit war und beide Parteien brauchten jetzt keine Zeit mehr, noch auf irgendwelche Termine zu warten oder irgendwelche Termine einzuhalten, sondern wir haben gesagt, wenn wir uns einig sind, wenn wir beide der Meinung sind, jetzt geht unser Weg weiter, dann werden wir es verkünden und genauso haben wir es getan. Okay, dann möchte ich noch den Kollegen die Gelegenheit geben. Mag noch jemand? Nochmal Frage an den Trainer. Erhoffen Sie sich jetzt durch die Verlängerung auch eine Signalwirkung an die Mannschaft? Da gibt es dann auch viele Spieler, bei denen die Verträge auslaufen, dass das jetzt vielleicht die Verhandlungen ein bisschen einfacher machen, weil Sie wissen, der Trainer bleibt definitiv an Bord? Das will ich gar nicht werten, ob das eine Signalwirkung hat. Ja, fest steht, dass ein paar Spieler bei uns dabei sind, deren Verträge auslaufen. Und es sind auch ein paar Spieler bei uns dabei, deren Verträge auslaufen, die wir gern behalten wollen. Und das hat sich jetzt dadurch nicht geändert. Ja, heißt also im Umkehrschluss, wir wollten auch vor 4 Wochen oder hatten auch schon die Intention, vor 4 Wochen, vor 6 Wochen uns Gedanken darüber zu machen, mit welchen Spielern wollen wir verlängern. Und das ist bis heute so geblieben. Es bleibt natürlich dieser Wunsch danach, dass das ein klares Zeichen für die Mannschaft ist. Ja, wenn das Trainerteam zusammenbleibt, wenn der Verein gemeinsame Ziele hat, dass die Spieler an Bord bleiben wollen, weil es ihnen auch gefällt, weil sie auch total wichtig sind, weil sie ihre Wertschätzung hier erfahren. Und das wird jetzt der nächste Schritt für uns sein. Letzte Frage, wann war denn der Moment, an dem Sie festgestellt haben oder festgelegt haben, jetzt setze ich meine Unterschrift unter den Vertrag? War das am Aufstehen heute früh oder schon ein bisschen länger? Nein, es war jetzt nicht so, dass es ein Traum darüber entschieden hat oder ein gutes oder weniger gutes Schlafen darüber entscheidet. Am Ende des Tages ist die Entscheidung in den letzten Wochen gereift, wo die vielen Gespräche eben stattgefunden haben, weil die Gespräche finden am Ende des Tages schon auch zwischen Verein und meinem Beraterteam statt, aber auch zwischen uns. Ja, und ich habe einfach gemerkt, dass die Ziele die gleichen sind. Ich habe gemerkt, dass wir weiterhin uns sehr wohlfühlen mit unseren Aufgaben, mit unseren Kompetenzbereichen. Und das, was ich auch gesagt habe, dass wir noch längst nicht am Ende sind. Und da
dann war es eben heute Morgen soweit, weil wir da kein Training hatten und alle Zeit hatten. Ich muss da nochmal was anhängen. Es geht die ganze Zeit um die Ziele. Es ist klar, auch wenn es jetzt noch keiner ausgesprochen hat, das ist der Aufstieg. Kann man jetzt auch sagen, dadurch, dass der Vertrag jetzt um ein Jahr verlängert wurde bis 2021, dass dann auch spätestens im Sommer der Aufstieg dann gelingen soll, dass das die interne Zielsetzung ist? Also unser Ziel ist das. Ja, das ist ganz klar, das haben wir auch kommuniziert. Wir können natürlich keinen Zeitpunkt festlegen. Also erstens gibt es dafür auch andere Teams. Ja, zweitens ist halt der Fußball in der dritten Liga kein Wunschkonzert. Aber unser Ziel ist es, perspektivisch in die zweite Liga aufzusteigen. Und wann das passiert, das können wir logischerweise jetzt nicht festlegen. Wir werden alles dafür tun, dass es so schnell wie möglich funktioniert. Ja, HFC Fanradio, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Vertragsunterzeichnung, Thorsten Ziegner. Die Fans werden begeistert sein. Meine Frage, hat die auch eine Rolle gespielt, dass der HFC mittlerweile eine richtig gute Adresse in Mitteldeutschland Fußball ist oder im deutschen Fußball im Allgemeinen? Genau, also erstmal vielen Dank und ich bin auch begeistert, ja, nicht nur die Fans. Ja, es hat eine Rolle gespielt. Also ich finde schon, dass wir uns in den letzten 15 Monaten, seitdem ich hier bin, toll entwickelt haben als Verein, dass die Reputation unseres Vereines eben deutschlandweit, also wir haben es ja gerade dann mehr oder weniger nochmal ergänzt. Ich finde nicht, dass es nur deutschlandweit so ist, sondern bundesweit so ist, dass wir einen guten Namen haben und dass wir uns den erarbeitet haben durch sehr harte Arbeit, ja, durch vor allen Dingen transparente und ehrliche Arbeit. Und das hat ganz sicher eine Rolle gespielt. Ein ganz wichtiger Punkt für uns in der weiteren Zusammenarbeit wird eben sein, dass dieser Punkt, den wir jetzt erreicht haben, eben noch gar nichts bedeutet und uns auch nicht viel bringt, sondern wir müssen jetzt weiter dranbleiben, wir müssen vielleicht noch härter arbeiten, auch wenn das möglicherweise immer so ein bisschen danach klingt, dass wir noch nicht hart genug arbeiten, aber uns wird weiterhin nichts geschenkt. Und um unsere nächsten Ziele zu erreichen, ist es eben notwendig, noch härter zu arbeiten. Und das wollen wir gemeinsam tun. Ja, danke. Ich habe noch eine Frage an Ralf Heskamp. Und zwar macht es jetzt die Vertragsarbeit mit Spielern, wo Verträge im Sommer auslaufen, einfacher, wenn das Trainerteam schon verlängert hat? Ja, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ein guter Zusammenhalt ist. Und wenn man weiß, die Spieler möchten ja wissen, mit wem sie nächstes Jahr zusammenarbeiten. Und von daher erleichtert das schon die Gespräche, auf jeden Fall. Danke. Gut, das große Ganze ist offenbar geklärt. Wollen wir vielleicht trotzdem über 1860 nochmal sprechen, Thorsten? Gibt es zum aktuellen? Ja, da fahre ich mal schön gleich mit der Tür ins Haus. Was muss denn am kommenden Samstag besser laufen als am vergangenen Samstag? Ja, wenn man es ganz einfach sagen möchte, sollten wir weniger Tore kriegen als letztes Wochenende und mehr schießen, als wir letztes Wochenende geschossen haben. Ja, das würde mir am Ende des Tages schon ausreichen. Spaß beiseite. Ich glaube, dass es ein ganz spezielles Spiel ist. Ja, ein ganz spezielles Spiel, aber nur deshalb, weil jetzt Anfang der Woche eben der Cheftrainer von 1860 hingeworfen hat, dort zwar der Co-Trainer übernommen hat, der ja zum Trainerteam von Birovka gehörte. Und trotzdem weiß man um die Konstellation solcher Situationen, wenn ein neuer Trainer Sagen hat, wenn der ein oder andere Spieler im Team, der möglicherweise unzufrieden war oder wo es gerade nicht so gelaufen ist, jetzt auf einmal wieder Lunte riecht und sich dort jeder noch mehr ins Zeug legt. Darüber hinaus, mein Trainerkollege fürs Wochenende jetzt, der Co-Trainer von 1860, wird natürlich alles dafür tun, in seinem ersten Spiel erfolgreich zu sein und wird dementsprechend die Mannschaft auch so einstellen. Die Mannschaft wird heiß sein und darauf sollten wir eingestellt sein. Ja, das heißt, es wird wieder ein Spiel werden, wo wir einen Gegner vorfinden, der sich mit allen Mitteln wehrt, der sich entgegenstellt, der versuchen wird, uns ein Bein zu stellen. Und in Bezug darauf sollten wir ein anderes Gesicht zeigen als gegen Magdeburg. Wie war das jetzt in dieser Woche? War da jetzt irgendwie Aufbauarbeit notwendig oder war das auch dann relativ schnell abgehakt, das ein sehr unerfreuliches Wochenende? War es schwer oder haben Sie eigentlich relativ wenig da in der Beziehung, was die mentale Seite angeht, zu tun gehabt? Schwer insgesamt finde ich jetzt zum Beispiel einen Stein, der 100 Kilo wiegt. Ja, das ist schwer. nein, also ich kann die Frage gar nicht so pauschal beantworten, weil die Jungs, die in der Kabine sitzen, Individualisten sind. Ja, und der eine, der braucht ein bisschen mehr Streicheleinheiten, Aufbauarbeit in Form von Zuspruch. Der andere, der braucht möglicherweise auch mal so einen kleinen Klaps auf den Hinterkopf. Und so haben wir es auch gehalten. Ja, ich finde jetzt nicht, dass wir in Magdeburg
grottenschlecht waren. Ja, aber wir waren nicht so gut, um eben dort Punkte mitzunehmen. Und es sind sicherlich kleine Dinge zu verändern, ja, zu besprechen, auch nochmal darauf hinzuweisen. Aber es war jetzt nicht so, dass bei uns Weltuntergangsstimmung unter der Woche war, nur weil wir das Spiel verloren haben. Wir waren total enttäuscht, auch aufgrund dessen, dass es eben ein Derby war, aufgrund dessen, dass wir schon gewusst haben, wie viel das unserem Umfeld bedeutet, ja, auch uns bedeutet. Und dementsprechend war die Enttäuschung schon groß. Aber wir haben die große Möglichkeit, die gute Möglichkeit, dass wir innerhalb von einer Woche die Möglichkeit haben, das eben wieder zu drehen und zu ändern. Und darauf arbeiten wir hin und genau diesen Esprit zeigen die Jungs. Deutet sich in Sachen Personal Verbesserung, also Entspannung an? So Mai, tut sich da was? Können wir da Hoffnung haben, dass es für einen Einsatz reicht? Ja, also es ist davon auszugehen, dass Pascal Sohm wieder 100% einsatzfähig ist. Er hat gestern wieder das erste Mal mit der Mannschaft trainiert. Das war alles komplett schmerzfrei. Er konnte alles mitmachen. Die Signale heute, also einen Tag später, sind genau noch die gleichen, dass er keine Probleme hat. Also ist davon auszugehen, dass er wieder 100% fit ist und einsetzbar ist. Bei Basti Mai macht sehr gute Fortschritte, ja, und wir rechnen damit, dass er in Jena wieder spielen kann. Okay, danke. Gibt es noch Fragen? Ja. Nochmal eine Frage zum Gegner. Wurde ja gesagt, die werden dann sehr wahrscheinlich anders eingestellt oder auch anders auftreten, als sie es vielleicht vor ein, zwei Wochen gemacht haben. Aber inwiefern erschwert das die Vorbereitung auf so einen Gegner, wenn der Trainer jetzt halt nicht mehr da ist und man nicht weiß, wie lässt er jetzt wahrscheinlich spielen, wie groß wird so eine Rotation sein, weil jetzt alle wieder eine Chance bekommen? Also inwiefern macht es das halt für das Trainerteam schwierig, jetzt zu wissen, auf was für einen Gegner treffen wir da jetzt? Es macht es nicht einfacher, ja, so möchte ich es mal bezeichnen. Also es ist durchaus denkbar, dass der Trainer die ein oder andere personelle Veränderung vornimmt. Es ist auch denkbar, dass der Trainer die ein oder andere taktische Veränderung vornimmt. Der spielt aber alles in der Vorbereitung auf unser eigenes Spiel keine Rolle. Ja, das heißt, wir haben wieder unser Aufgabenfeld im Spiel gegen den Ball, wir haben unser Aufgabenfeld im Spiel mit Ball, und das ist viel wichtiger als die möglichen Veränderungen beim Gegner. Was bleiben wird, ist: 1860 hat durch den Rücktritt von Birovka jetzt nicht 20 neue Spieler, ja, sondern die Spieler sind die gleichen gewesen. Die Art und Weise, wie die Spieler individuell funktionieren, wird die gleiche bleiben. Deswegen ist es nicht so viel Unterschied. Ja, und abschließend, ich habe nicht gesagt, dass es kompliziert ist oder ungewiss ist oder schwer zu handeln ist, sondern ich habe lediglich gesagt, dass wir damit rechnen müssen, dass wir auf einen Gegner treffen, der, egal wie er zu dem Rücktritt von Daniel Birovka steht, dass die eine Reaktion zeigen werden. Ja, entweder unter dem neuen Trainer super zu funktionieren oder eben aus Dankbarkeit zu Birovka nochmal alles in die Waagschale werfen. Gut, dann sind offenbar alle Fragen geklärt. Dann bedanke ich mich für das Erscheinen, für das Interesse. Sehen uns alle am Samstag, 14 Uhr zum Anpfiff, spätestens im Erdgas-Sporthafen. Vielen Dank, bis dahin, Wiedersehen.